Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um mein 10-minütiges Video. Das wird vielleicht das längste Video, was ich jemals auf einem Longformat-Video betreiben werde. Und zwar geht es ja um den Feminismus und ich muss meine Meinung ehrlich sagen, so, das, was die Frauen im Netz verbreiten, das ist völliger Schwachsinn, das ist völliger Shit, okay. Und ihr wisst nicht, das, was man euch sagt. Gerade Ecklisten. Ja, das sind die schlimmsten. Okay, erstens mal, eine Frau hat mir gar nichts zu sagen. Ich tue, was ich will. Ihr müsst verstehen, wir sind der Preis. So. Zweitens, was soll das? UF, Unifans, dies und das. Das hat für mich nicht mit Feminismus zu tun. Das hat für mich einfach mit Sexualisierung zu tun. Ihr sexualisiert euch. Das ist nicht gut. Ja, ihr bringt euren jungen Community da dabei, in eine gefährliche Lage zu landen. Und OnlyFans kann Konsequenzen ziehen. Ja, ich finde, wenn ich Vater wäre, würde ich mein Kind vor sowas schützen. Ich würde ihm sagen, ey, du kannst das machen, aber ich versuche dich zu beschützen. Weil nicht, dass mein Kind in so eine Bahn rutscht und dann war's das. Ja, da habe ich echt keinen Bock. Das ist das Ding. Drittens, realitätsferne ja, Ansprüche. Wisst ihr, Ekelisten allgemein, OnlyFans allgemein, dass sie uns zu viele Ansprüche machen. Es ist eine pure Realität. Die heutigen modernen Frauen haben keinen Bock mehr auf Arbeit. Sie erwarten von uns, dass wir altmodisch werden, aber sie wollen nicht selber altmodisch werden. Sie wollen nicht mal mehr in die feminine Rolle schlüpfen. Okay? Warum sind wohl viele Männer denn wohl Single? Warum wohl? Ich verbreite eine Propaganda. Das geht auch an euch, ihr Feministinnen. Ja? Ihr verbreitet eine Propaganda. Ihr macht die Männlichkeit kaputt. Denn Leute, wie viele YouTuber wachen endlich auf? Reacten auch so eine Scheiße und verstehen vielleicht, ey. Ich will das vielleicht nicht in meinen Mund nehmen. Das sind auch viele junge Menschen, die mir zugucken. Okay? Aber halt mal die Fresse. Halt mal einfach mal die Schnauze, Mädchen. Das geht mir auf den Sack, das geht mir auf die Nerven, okay? Denn ich entwickle so eine Wut. Warum? Warum wir? Okay? Der Feminismus schadet der Gesellschaft. Ich meine, ich bekomme bei sowas ja Alzheimer, okay? Bei sowas bekomme ich einfach nur Kopfschmerzen. Stell dir mal vor, ich habe eine Freundin und sie guckt mit anderen rum. Dann möchte ich mich fragen, eine Frage. Liebst du mich oder spielst du mit mir? Das Einzige, was ich mache, ist ja eine Reaktion von sich geben und dann geht sie wieder weg. So ist es bei den heutigen Frauen. Die sind einfach gekränkt, wenn ein Mann wie ich meinen Mund aufmache und dir wirklich die Wahrheit sage. Sie wollen sich mit uns vergleichen, das können sie nicht. Es tut mir leid, aber es ist nicht unsere Schuld. Es ist die Politik. Wenn die Frauen protestieren, dann sollen die Feministinnen das machen. Aber doch nicht so eine Propaganda von sich geben und uns für, ja, das ist toxisch. Aber das, was eine Frau uns zu erwarten hat, das ist auch ziemlich toxisch. Aber stell dir mal vor, ein Mann macht eine Ekliste. Bruder, das ist toxisch. Wenn ein Mann seine Männlichkeit zeigt, das ist toxisch. Die wollen, dass wir unsere Männlichkeit zeigen, aber wiederum sagen sie, das ist toxisch. Einfach diese Doppelmoral. Einfach diese Doppelmoral. Wir dürfen, ihr dürft. Wir nicht. Das ist das Problem. Wir dürfen nicht, aber die dürfen. Ja. Leute, das sind Frauen ab 30, sitzen da im Netz, haben gegurkt, hatten ihren Spaß in ihren 20 und jetzt machen sie sowas, weil ab 30 Jahren sinkt das Interesse einer Frau, weil Frauen nicht mehr diesen Attraktivstil mehr entsprechen. Ja, schminken sich mehr, ziehen sich freizügiger an, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mal ganz ehrlich, das sind Frauen im Netz, das sind gerade auch Mädchen, die haben ein mangelndes Selbstwertgefühl.
Frauen, die im Netz sitzen und uns vorzuschreiben haben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, haben ein mangelndes Selbstwertgefühl, Leute, ja. Darum ist es wichtig, hol dir nicht so eine Frau. Wir haben gute Frauen. Okay, wir haben gute Frauen, aber wo sind die überhaupt? Vielleicht müssen wir einfach mal den Mund aufmachen und einfach mal sagen, hört doch mal auf. Junge, ich sitze da, ich sitze da manchmal auf TikTok und scroll und sehe ich solche Mädchen. TikTok, eine Plattform, die dich kaputt machen kann. Das ist auch schon so. Ja, darum sind voll viele Männer Single. Ich war schon immer Single. Ich hatte noch nie eine Freundin bei mir. Ich warte auf die richtige. Ja, ich muss sie nicht suchen. Die richtige wird kommen. Das weiß ich ganz genau. Ich muss nur warten, okay, Leute. Aber was mich aufregt ist, so, es macht mich traurig, denn irgendwo tun mir diese Frauen leid. Ja, irgendwo tun sie mir leid. Das sind keine Beziehungsmenschen. Solche Frauen, die im Netz mich voll labern, das sind keine Beziehungsmenschen. Sie wollen keine Beziehung. Sie suchen einfach Gucke, 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 Gucke. Ja. Das geht mir auf den Sack. Da mache ich auch dieses 10-minütige Video. Vielleicht höre ich auch gleich auf, um mich mal die Augen zu öffnen. Ey, wie gefährlich diese Frauen für uns sind. Die sind gefährlich für meinen Körper. Für meinen Kopf. Ich krieg wegen denen noch Alzheimer. Und wenn wir nicht aufwachen und nicht selber protestieren im Netz, dann machen die nur das, was die wollen. Wir stumpfen immer ab. Die wollen uns doch genauso unterdrücken. Das ist auch Männerhass. Das ist doch auch Unterdrückung. Wo steht eigentlich Feminismus? Auch für Männerrechte. Stell mal vor, bei mir, da werden meine Rechte kaputt gemacht. Leute, darum sage ich euch, auch gerade die ganzen Mädels da draußen, hört nicht hin, zieht einfach durch, okay? Weil welcher Mann macht denn was, wenn du mit einem Jungen in der Beziehung bist und du machst genau diesen Fehler, nimmst du ihm die Freiheit, das ist auch toxisch, das ist toxische Beziehung, das ist toxisch. Ja? Jungs, Mädels, hört nicht immer das, was die Frauen euch sagen. Auch gerade voll viele Dating-Coaches, die Männer betreuen, machen nicht. Hört nicht mal das, was die euch sagen. Dann macht euer Ding und zieht einfach durch, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, ich höre jetzt auf, Leute. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann abonniert, teilt und kommentiert meine Videos. Würde ich mal sagen, wir sehen uns bei einem anderen Video. Hab noch einen. Warte mal. Ja. Hab noch einen schönen Abend und chillt noch in ruhig eure Eier. Würde ich mal sagen, Leute, peace out. Stay blessed.